Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir zu tun mit 5 Updates und 16 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ich heiße Max für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Tony85. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofboss bist. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für den Case Puma CVX von STV Modding, Downloadgröße 15,22 MB in der Version Yes von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verschiedene Fehler behoben Details, neue Designkonfigurationen, neue Reifenkonfigurationen. Das nächste Update kommt für den FAM 66 von EE Modding, Downloadgröße 12,88 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, ein Maisschneidewerk hinzugefügt. Die Gregor Maschinenhalle von Pigu 1A kriegt das nächste Update, Downloadgröße 29,54 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Schnee auf dem Dach behoben, kleine Garage hinzugefügt, Preis 15.000 Euro, Unterhaltskosten 3 Euro pro Tag. Zwei Garagen in einer hinzugefügt, Preis 50.000 Euro, Unterhaltskosten 13 Euro pro Tag. Der Auflieger von Pepe 978 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 9,94 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Und hier bin ich ein bisschen verwirrt, denn der Changelog sagt, fix für Konsole. Und das letzte Update für heute ist für den Tieflader Gull Trailer von Hispano, Downloadgröße 25,8 MB in der Version jetzt von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, einige transparente Polygone wurden korrigiert, die auf dem Kopf standen, neue Radkonfiguration hinzugefügt, neue Farben zu den Farbkonfigurationen hinzugefügt, Metallic, Matt und Chrom. Und damit kommen wir schon zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Maxi 3. Ballenspieß kommt von Fred Modding, Downloadgröße 2,49 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei verschiedenen Ausführungen. Zum einen den hydraulischen Ballenstachel mit einem Gewicht von 180 Kilo und kostet 5000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz. Die zweite Version ist der Ballenstachel, ist natürlich ohne die Hydraulik, kostet 4000 Euro und wiegt 170 Kilo. Auch hier haben wir dieselbe Farboption. Die nächste neue Mod heißt Lizard 17221 von R. Michal, Downloadgröße 54,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mittelgroße Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 180 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 430 Litern, 45 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 16,8 Tonnen. Der Preis 45.000 Euro. Die Anhängerkonfiguration kann geändert werden von Standard zu Front-Zapfwelle und zurück. Dann gibt es die Kotflügel in der Version mit Metall oder Plastik, dann gibt es die Motorenausführung, dann gibt es den Jams 236D3 mit 180 PS und dann gibt es die zweite Version hier, die hat dann 240 PS. Die Reifenvarianten klicke ich einmal kurz durch, da gibt es einmal mit Radgewichten, Zwillingsbereifung und Standard 2, Radgewichte 2 und Zwillingsbereifung 2 und zurück zu Standard. Der Pöttinger Max 5 ist die nächste neue Mod, kommt von Farm Centro Sul, Downloadgröße 10,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Feldhäcksler, kommt mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,2 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Preis 38.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von der direkten Kupplung, das heißt die ganz direkt vorne an den Traktor, oder die dann hinten seitlich angehängt wird, die Seitenkupplung. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier und die Felgenfarbe aus derselben Farbpalette ist natürlich für die Felge. Wir kommen zum Vaya NL Pack. Das kommt von RL Modding, Downloadgröße 8,5 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Anhängern. Einmal den NL28. Dieser kommt mit einem Volumen von 24 Kubikmeter, wiegt 8,5 Tonnen. Maximales Zuladegewicht liegt bei 31,5 Tonnen. Und kostet 40.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 46 Kubikmeter und zurück auf 24 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Das Design kann geändert werden von Design 1 zu Design 2.
was hier im Prinzip die Beschriftung betrifft. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Ja, so kann man es eigentlich schon fast an jede Marke anpassen. Dann gibt es die NL29er. Das ist die 4-Achs-Version. Die hat ein Ladevolumen von 47 Kubikmetern und kostet 50.000 Euro. Die Kapazität hier kann erhöht werden auf 66 Kubikmeter. Alle weiteren Konfigurationsmöglichkeiten bleiben identisch wie beim kleineren Bruder. Daher machen wir gleich weiter mit der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt die nächste neue Mod John Deere 5080E Series. Kommt von JA Modding, Downloadgröße 30,01 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen mittelgroßen Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 80 PS, wird manuell und lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 125 Litern, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 6,4 Tonnen und kostet 65.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Michelin, BKT, Continental, Mitas und Trelleborg. Die Reifenvarianten bei Lizard klicke ich einmal ganz, ganz schnell durch. Das Gewicht kann hinzugebaut werden, und zwar vorne einmal Standard 2. Und was ein zusätzliches Gewicht hinzufügt von 4,6 Tonnen. Also so ohne dieses normale Frontgewicht wiegt dieser Traktor 6,4 Tonnen. Und wenn ich das Frontgewicht dran mache, wird dieser 11 Tonnen schwer. Da ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben da, ne? Die Auspuffanlage gibt es in der Standard 2 oder der Standardversion. Das Interieur kann geändert werden zwischen einfach oder hochwertige Innenausstattung. Die Fensterfolie kann hinzugebaut werden. Einmal Farbton 1, 2 und Standard. Frontladeranbau gibt es den John Deere. Die Motorenausführung haben wir den 5080E mit 80 PS. Dann haben wir den 5090E mit 90 PS. Und dann haben wir die Chip-Version vom 5090er mit 130 PS. Die nächste neue Mod heißt Syncomet Jig, kommt von Nikosch 321, Downloadgröße 2,23 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Es handelt sich dabei um einen kleinen Miststreuer mit einem Ladevolumen von 0,8 Kubikmeter, wiegt 488 Kilo, hat eine Streuweite von 2 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 4.000 Euro. Das Design kann geändert werden von grün zu schwarz, und das ist diese Anrichtung hier, und zurück zu grün. Ist natürlich ein kleiner Miststreuer für die Reben und Old Even Heine. Wir kommen zum Escudera CHB 11, 12, 13 und 14er Version. Und zwar von Langreo Modding, Downloadgröße 6,28 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Pflug erstmal mit einem Gewicht von 2,6 Tonnen. Braucht 220 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,40 m, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 12.700 Euro. Dies ist die Version CHB 11, dann haben wir die 12er Version, die hat dann ein Gewicht von 3,1 Tonne, braucht 250 PS und hat die Arbeitsbreite von 4,80 m. Dann gibt es die 13er Version, die wiegt dann 3,6 Tonnen, braucht 290 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,2 Metern. Zu guter Letzt haben wir die CHB 14. Diese wiegt 4,1 Tonne, braucht 340 PS, hat die Arbeitsbreite von 6 Metern und die restlichen Daten bleiben wie schon gesehen. Als nächstes kommen wir zum Lizard HV. Dieser kommt von Matt Du 55 und Nico Du 55. Downloadgröße 5,42 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Flachgruppe mit einem Gewicht von 800 Kilo, braucht 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,3 Metern, 13 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 7.250 Euro. Das Design kann geändert werden auf den 630er, der wiegt dann 1,2 Tonnen, braucht 120 PS und hat die Arbeitsbreite von 6,3 Metern. Dann haben wir die 830er Version. Dieser hat dann ein Gewicht von 1,6 Tonnen, braucht 160 PS und hat die Arbeitsbreite von 8,3 Metern. Als nächstes kommen wir zum Lizard Javor. Dieser kommt von Simovi Vojongnik. Downloadgröße 4,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Striegel mit einem Gewicht von 120 Kilo, braucht 15 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 850 Euro. Das Modell kann geändert werden auf die nächsthöhere Version, und zwar die 448er. Die Hauptfarbe kann aus dieser Vintage-Farbpalette ausgewählt werden.
Wir kommen zum 019-Zinken. Dieser kommt von Savvy Modding, AM Modding. Downloadgröße 2,7 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von einer Tonne, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,40 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 5.500 Euro. Wir kommen zum Tupanjak und Krautvernichter 4 Zeilen. Dieser kommt von Udrichenie Nezavishni Modera. Downloadgröße 2,21 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Striegel mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 3.500 Euro. Und damit kommen wir zum Lizard Ring Roller. Dieser kommt von ABT Frankie, Downloadgröße 6,97 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Walze in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal den Ring Roller. Diese wiegt 1,5 Tonnen, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,50 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h. Der Preis 1200 Euro. Dann gibt es dieselbe Version, aber ein bisschen älter. Die wiegt 1,5 Tonnen, braucht ebenfalls 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,60 Meter, ist also ein bisschen breiter, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und der Preis liegt ein bisschen höher für eine gebrauchte Walze von 1500 Euro. Wir kommen zum Lizard-Anhängerträger. Dieser kommt von Peter J., Downloadgröße 1,3 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Mod braucht das Lindner Unitrack-Pack von Giant Software, um wirksam funktionieren zu können. Und zwar ist das dieser Anhänger hier mit dem Gewicht von 886 Kilo und kostet 4.200 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, BKT und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Felgenfarbe aus dieser hier. Mit diesem Anhänger können die Aufbauteile, die für den Lindner Lindtrack im Prinzip verwendet werden können, hier quasi an jeden kleinen Traktor angehängt werden und damit dann die Feldarbeit zu erledigen. Die nächste neue Mod heißt Moderner Schweinestall, kommt von Möchtegernbauer, Downloadgröße 8,87 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Schweine. Ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren 100.000 Euro, Unterhalt pro Tag 20 Euro. Hier passen 250 Schweine rein. Es ist ein sehr interessantes Gebäude. Hier können wir schon mal das Licht einschalten. Hier haben wir eine kleine Lageranlage. Hier kann man das Futter abladen. Dann können wir hier reingehen. Da habe ich schon mal ein bisschen Stroh reingemacht. Das sieht so aus, als wäre es quasi eine umgebaute Tiefgarage oder ein Garagengebäude. Hier kommt die Auffahrt eigentlich. Und hier haben wir dann eben auch die Schweine. Das sieht sehr schön aus. Hier können die Schweine tatsächlich ein bisschen schönes Leben genießen. Ja, eine interessante neue Mod. Und damit kommen wir schon zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese große Stangenscheune. Diese kommt von FSG Modding und FSG Davar. Downloadgröße 2,51 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Hallen. Da gibt es verschiedene Auswahlen. Das ist zum einen die große Halle hier. Die Scheune, die ich schon platziert habe, im Zustand Nummer 1. Dann kommt dieselbe im Zustand Nummer 2. Zustand Nummer 3. Dann kommt die große Pole-Scheune Status 4 und die Status 5. Man kann hier die Farben verändern. Es soll bis zu 30 verschiedene Farbkonfigurationen geben. Der Preis zum Platzieren liegt zwischen 31.000 und 95.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt, egal in welchem Zustand, bei 15 Euro pro Tag. Wenn sie fertig gebaut ist, dann ist das diese Riesenhalle hier. Wenn man den Lichtschalter sucht, der ist hier an dieser Tür und kann dann so das Licht einschalten. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Backsteinzaun mit Schiebetoren. Kommt von Tarsi 007, Downloadgröße 1,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune. Da haben wir verschiedene Zaunelemente. Zum einen diese. Dazu gibt es dieses Schiebetor.
oder das Tor, was so rumgeht. Und natürlich gibt es noch die Möglichkeit von verschiedenen anderen Stilen, wie zum Beispiel dieser hier. Und hier in diesem Falle kommt dieses Tor hin. Das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal anderweitig unterstützen, dann hol dir doch deine Mitgliedschaft, damit auch du von den Vorteilen profitieren kannst. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Toni85. Ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofboss bist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. In diesem Sinne ganz schönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.